Parial Tigrex freigeschaltet. Schön, und ich hau ab. Ich hau ab. Ich will erstmal sagen Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter World Iceborne. Ich hoffe, Tigrex kann... Ich kann diesen dummen Namen nicht. Kann nicht vergiften. Ansonsten trinken wir jetzt erstmal ein Kaltgetränk und ein Dämonenmittel und eine Panzerhaut. Danach rufen wir ganz schnell Hilfe, weil ich will die auf keinen Fall alleine machen. Boah, und dann geht's los. Tigrex bekommt man, wenn man Level 6 in der Ödnis hat, in der... Ach, wie heißt denn das? Hier, dieses Ding, wo alles eklig ist. Nicht Wildturm-Ödnis, sondern dieses... Ja, die Pester. Wie heißt denn dieses Land? Oh Gott, mir fällt's gerade nicht ein. Es tut mir leid. Jedenfalls, das muss man auf Stufe 6 kloppen in den Leitlanden, dann kriegt man die freigeschaltet. Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also nicht so tausendprozentig. Ich bin mir schon ziemlich sicher, aber ich würde mir jetzt nicht meine Hand ins Feuer dafür legen. So, dann knallen wir sie mal an die Wand. Hallo. Ich hab Angst. Du ignorierst mich. Das ist nicht nett. Die... Nein, ich wollte gerade. Ach Mann. Eine Sekunde und dann hätte ich es geschafft gehabt. Dumme Nuss. Ja, ich analysiere mal in ganzen Ruhe die Spuren hier. Ich habe ja voll Zeit. Ja? Hallo? Du, hier ist ein... Die heult ganz schön. Also, die schreit ganz schön. Hier ist gerade ein Ratter los. Ihr könnt eigentlich einen Revierkampf machen. Ich hätte nichts dagegen. Ihr könnt voll gerne einen Revierkampf machen. Also, hier Revierkampf. Was hältst du davon? Wo ist er denn hin? Da hinten ist er. Guck mal da hinten. Tigrex hier hinten, hinten, hier hinten. Da, guck mal da. Der hat dich angebrüllt. Das musst du ihm heimzahlen. Ja, super. Los, mach sie fertig. 2000 Punkte. Nicht schlecht. Ja, gut. Geben sich beide nicht so viel, aber ich krieg Loot. Danke. Autsch. Voll rein. Ajax, du nimmst echt immer den ungünstigsten Zeitpunkt, um mich zu heilen. Was macht die da? Irgendwelche komischen Schockwellen. Boah, feidadei. Die Hälfte meines Lebens. Was zum Fu? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, die bringt mich um! Ich bin tot. Ich bin tot! Das ist nicht fair gewesen! Das war absolut nicht fair! Ich stand in der Lava und es ist blöde Kuh! Ich hasse dich. Oh, dir zeige ich's. Mach dich fertig. Ich konnte schon die normale nicht ab. Und fand so gut, dass ich ihre Rüstung nicht gebraucht habe, bis mir jemand gesagt hat, dass ihre Fähigkeiten von der Rüstung eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Dann habe ich sie ein paar Mal machen müssen und habe dann die ganzen Sachen, Gott sei Dank, zusammengefriemelt, dass ich dann die Rüstung mir machen konnte. Just for fun. Aber egal, ob diese Rüstung jetzt gut aussieht oder nicht, ich werde sie nicht machen. Ich hasse wirklich sie. Sie ist fast so schlimm wie Nergigante. Und das mag schon was heißen.
Also von den neuen Monstern jetzt, Nagakuga. Oh Gott. Brachydios heißt er, glaube ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dieser Säbelzahntiger. Und sie ist sie am schlimmsten. Die haben ja alle den gleichen Körperbau. Und ein paar ähnliche Attacken. Aber sie ist die absolute Horrorvariante. Wobei der Nagakuga auch ganz schön nerven kann. Okay, aber wenigstens komme ich durch. Na, richtig durch komme ich nicht durch ihre Rüstung. Also das richtige Element habe ich nicht dabei. Ich würde sie gerne gegen die Wand knallen, aber ist hier mit dem Ding ein bisschen schwer. Sie haut ab. Ups, das war das wollte ich gar nicht machen. Ich habe die Kröte gehauen. Ich habe die Kröte. Oh, Dodogama, ich liebe dich. Dodogama ist auch hier. Ich liebe dich. Entschuldigung. Mein absoluter Liebling. Immer noch. BTF, wo ist die? Achso, da oben. Ich mag Dodogama immer noch. One and only. Und danach kommt Glavinus, der ist absolut geil. Der ist unglaublich cool. Säureglavinus zähle ich dazu, weil die gehören halt zu einer Sparte, finde ich. Und Namiel finde ich total toll. Okay. Wow. Der Luftstrahl hat mich weggefetzt. Schön, dass wir drüber geredet haben. Aber kriegt die noch irgendwas? Also sie sieht dunkler aus, ja, und hat rote Striemen und so. Und die andere hatte, glaube ich, auch ein rotes Auge. Und ihre komischen Schallfähigkeiten sind voll ätzend. Aber die anderen, also Rathalos und Ratian, die haben ja so geleuchtet. Die waren irgendwie, hatten die noch so ein Special-Touch-Ding. Kriegt die das auch noch? Dann ist ihre Rüstung voll geil und ich muss sie unbedingt haben. Dann drehe ich erstmal durch. Irgendwie scheinen die sich beide echt nicht grün zu sein. Der hat sie einfach umgeschmissen. Weiter so, Rathalos. Oh nein, jetzt habe ich ihn angegriffen. Sollte rein theoretisch meine Klefe mal hier ein bisschen aufladen und die dann raufschicken, aber irgendwie. Oh nein. Jetzt hätten wir Bomben, Fassbomben und sowas legen können, aber das macht keinen Sinn, wenn hier Rathalos die ganze Zeit noch rumhampelt. Hast ja gar keine Chance. Ich hau jetzt einfach nur drauf. Ich habe sowieso die falsche Waffe dabei.
versuch den Schweif abzumachen. Aber irgendwie klappt es heute bei keinem einzigen. Bei Azuna Radalus haben wir was gebrochen, das ist sehr schön. Weißt du, der kämpft gar nicht mit. Also der sollte nicht mitkämpfen. Ich muss mal ganz dringend meine Waffe schärfen. Da muss ich meinen Mantel ausziehen. Und dann geht's weiter. Wupp, 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 wupp. Hallo. Oh nein. Bin ich nicht? Geh weg. Mit deinem Gekreische. Vielleicht will die auch mitmachen, weil Germans ist hier DSDS. Oh Gott. Oh, wobei die Rückenfärbung hier im Licht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Kann man auch gut machen. Also die. Ich muss sagen, ja gut, es ist das gleiche Monster, aber die Färbung, finde ich, macht schon echt einiges aus. So, schnell hier einsammeln, bevor die wiederkommt, und dann haben wir das endlich mal geschafft. Wenn die hier schon tot rumliegen, dann kann man die auch mal mitnehmen. Man soll ja nichts verkommen lassen. Und dann ab gegen die Wand, würde ich sagen. Schockfalle. Wir sind alle zu weit weg. Sie ist noch nicht geschwächt genug, um gefangen zu werden. Oh, der Schrei, der ist echt heftig. Ich bin in so vielen Situationen froh, ein Klefenspieler zu sein. Hallo Oliver! Ich konnte jetzt über die Schockwelle einfach rüberspringen und konnte mich an sie festhalten und konnte sie jetzt niederknüppeln. Das hätte ich mit der Energieklinge oder mit meinem Jagdhorn nicht geschafft. Wobei mit der Energieklinge hätte ich mich vielleicht noch hinter meinem Schild flüchten können. Aber trotzdem. Ich bin und bleibe ja als erstes ein Klefenspieler. Die anderen Sachen sind auch cool, machen wahnsinnig Spaß. Gerade wenn man ein Viech zum 5000. Mal gemacht hat, dass man dann einfach mal die Möglichkeit hat, doch die Waffe zu wechseln, dann fühlt sich nämlich der Kampf einfach anders an. Du musst anders kämpfen, du musst anders agieren, du hast andere Angriffsmuster, musst woanders stehen, und dann macht es das einfach wieder spannend. Jetzt zerlegen wir die Gute aber ganz schön hier. Jetzt ist er endlich totenkopfmäßig am Popo. Nein, ich will jetzt nicht sterben. Oh Gott, vielen Dank. Ich wollte gerade die Falle legen, blöde Gruppe. Vielen herzlichen tausend Dank an Waxip, Heman, Motto und Carolina. Danke, danke, danke. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, die Rüstung sieht nicht gut aus. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen an mein Headset rangekommen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Und alle gerade voll taub geworden. Die hat nur 14 Minuten gedauert, was? Ich habe das Gefühl, ich kämpfe schon eine halbe Stunde gegen die. Also die ist echt anstrengend. Ist wahnsinnig anstrengend. Aber wir haben echt schön Spuren gesammelt. Wir haben sogar 2 Punkte, nicht nur 1.
Und eine neue Rüstung, das ist immer das Interessanteste, wenn man so ein geiles Vieh bekämpft hat, dass man dann sieht, ja, wie es aussieht mit der Rüstung. Als Belohnung. Okay. Doch nicht. Okay. Okay. Die gefällt mir. Die mit dem Helm. Da sind ja die Schulterpolster anders. Da sind die so. Die da finde ich doch schöner, die Schulterpolster hier. Nicht schlecht. Und das ist die andere. Die habe ich mir ausgesucht. Die fand ich halt auch nicht so toll, aber die fand ich sehr, sehr in Ordnung. Ich muss sagen, die hier gefällt mir voll. Mist. Mist. Mir gefällt die nicht. Mist. Oh, das ist auch gut. Nein, nein, nein. Hör auf, gut zu sein, du dumme Rüstung. Erhöht die Maximalstufe der Fähigkeit freie Mahlzeit. Das ist super. Das habe ich gerade in der Kulvetaro-Rüstung drin. Verbessert den Angriff, ist immer gut. Schwächevorteil ist auch immer super. Gesundheitsboost ist geil. Erholung ist super. Erhöht Angriffskraft und Affinität, wenn große Monster wütend werden, ist super geil. Die Rüstung ist super geil. So eine Scha. Entschuldigung. Oh nein. Oh nein, das ist richtig nicht gut. In 75% der Fälle wird es aktiviert. Wie viel habe ich denn jetzt gerade bei meiner Rüstung? Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh mein Gott, nein. Oh nein, dann muss ich die ja doch machen. Nein. Okay, mein Paleko hat gerade nichts Neues. Waffen. Sag mir wenigstens, dass die Waffen schlecht sind. Warte mal, jetzt muss ich die erstmal suchen. Da, T-Grex, da. Okay, ich brauche die Energieklinge nicht. Ich brauche die Energieklinge nicht. Das ist schon mal gut. Jagdhorn. T-Rex. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das Jagdhorn. Und Energiekleber. Habe ich, glaube ich, gar nicht von der, oder? Ja, doch da. Nein, das ist super. Dann brauche ich nur die Rüstung. Die Rüstung, ja, die kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Machen wir. Das ist okay. Aber ich bedanke mich dann trotzdem fürs Kommentieren, Bewerten, Zuschauen, Abonnieren und im nächsten Part sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.